Hallihallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid, wieder ein Jahr älter. Ja, ich möchte euch ganz herzlich danken für die vielen Glückwünsche auf Instagram, die ihr mir geschickt habt, also zu meinem Geburtstag. Ich hatte es ja nicht kundgetan, also ich habe mich jetzt nicht also hingesetzt und euch erzählt, ich habe Geburtstag heute, sondern ihr wusstet das einfach noch. Das ist natürlich ganz zauberhaft, dass ihr das behalten habt. Ja, also was machen wir denn heute? Wir nennen das buntes Ding, praktisch wie ein Telefonat mit der Freundin, weil ich unterhalte mich mit euch über Dinge, die mich so beschäftigen. Ich empfehle Dinge, die ich gut finde, die ich schon lange Zeit gut finde, und ich gebe die Empfehlung weiter, weil man ist ja immer auf der Suche nach irgendwas. Es geht heute um eine Kopfbedeckung, es geht um eine Jogginghose und es geht um ein Insektenschutzspray, weil Insekten haben wir ja genug, ne? Ist euch mal aufgefallen, dass riesige Mückenschwärme unterwegs sind? Also Tigermücke haben wir ja auch mittlerweile hier in Deutschland. Das ist, ja. Naja, und man muss sich ja irgendwie schützen, besonders wenn man Fahrrad fährt, wenn man im Wald ist, wenn man, egal, spazieren geht mit dem Hund, also vor diesen Viechern. Ich halte jetzt nicht so viel von diesem herkömmlichen, von dem, was wir so kennen. Dieses Autan ist wohl bestimmt sehr effektiv, aber das riecht sehr unangenehm. Und ich habe dieses Mosquito-Free, also Mosquito-Free, dieses Insektenschutzspray, zuverlässiger Schutz gegen Mücken und Zecken. Der Wirkstoff ist basierend auf Zitronen-Eukalyptus. Riecht wirklich angenehm. Ich habe das schon sehr vielen Leuten empfohlen, also in der Familie und Freunden, Bekannten. Auch für Kinder geeignet. Riecht richtig klasse. Das ist ein Schutz bis 6 Stunden waren es, ne? 6 Stunden. Weil wenn man erstmal so einen Zeckenstich hat, das ist also nicht ganz ohne, ne? Also ich würde sagen, vielleicht die Arme oder Beine einsprühen, wenn man im Wald spazieren geht. Also die Dinger fallen einem ja an, ne? Die krabbeln dann praktisch von unten die Hose hoch. Die sind sehr erfinderisch. Obwohl, früher konnte man ja auch barfuß über die Wiese gehen. Heute habe ich ein totales Problem, barfuß über die Wiese zu gehen. Ich habe irgendwie, habe ich da so eine Blockierung im Kopf wegen dieser Zecken, ne? Ja, also um den Geburtstag noch mal kurz zu erwähnen. Ich war 2 Tage, 1. und 2. Mai, an der Ostsee, im wunderschönen Ostseebad Warnemünde, welches natürlich wieder irrsinnig überfüllt war, aufgrund des Feiertages, Kreuzfahrtschiffe. Es ist dieser kleine Ort, der, ich habe das Gefühl, der ist so kurz vorm Platzen. Die Kreuzfahrtschiffe und die Fähren fahren. Die Fähren fahren wie die Straßenbahn da hin und her. Also da ist auf der Ostsee eine richtige Perlenkette von lauter Fähren, die da also ein- und ausfahren. Na, ihr wisst schon. Und wir waren auf der ruhigeren Seite. Ein Geburtstagsgeschenk gewesen, und zwar in der Hohen Düne. Das ist eine wunderschöne Yachthafen-Residenz, gebaut vor 19 Jahren. Ist alles so ein bisschen in diesem Hampton-Stil. Und es ist, man fährt mit der Fähre rüber von Warnemünde. Das ist dann Hohe Düne, Markgrafenheide. Schließt sich dann an mit einem hoteleigenen Strand. Da können aber auch Nicht-Hotelbesucher hin. Es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit diesem, mit diesen Massen, die auf der anderen Seite sind, wo so das Hotel Neptun ist, wo die Strandpromenade ist, wo die Geschäfte, die Cafés, die Hotels sind. Da ist es so voll. Und die andere Seite ist der Strand zwar ein bisschen schmaler, aber es ist zauberhaft. Ich blende ein paar Bilder ein, wie leer das war. Und wir hatten 23 Grad im Schatten. Es war Wetter. Ich habe mich gefühlt wie im Hochsommer. Es war einfach ganz, ganz wundervoll. Ich war auch im Meer drin und habe also fast einen Kälteschock bekommen. Also es war so kalt, man kann nur untertauchen, also kurz mal so runter, aber nicht schwimmen, weil das bitzelte in den Gelenken dermaßen. Also nicht schwimmen, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich meine Gliedmaßen bewegen kann. Ja. Es war wunderschön, wir hatten Wellness, es war sehr, sehr leer. Ich habe das Gefühl, es ist sehr verwaist. Die ganzen Kongresszentren werden nicht mehr genutzt, weil man macht ja alles online. Es gab dort auch Restaurants, ein Sterne-Restaurant, ein Italiener, der bot dann so kleine Cafés, Geschäfte, tolle Boutiquen, alles geschlossen. Und wisst ihr warum? Keine Leute. Die haben keine Leute. Nur die Brasserie hatte offen.
ein fantastisches Frühstücksbuffet mit so einer Vielfalt. Teevariationen, Brötchen, Croissant, also alles verschiedene Brote, Aufstriche, wo man extra sich Omelettes machen konnte. So ein extra, so eine Kochinsel, wo dann so eine Dame je nach Wunsch ein Omelett gemacht hat, Rührei oder was auch immer. So ein irrsinniges Fischangebot. Da stand, war ein riesiger, großer Lachs. Oder konnte man sich das selber, die Scheiben so die Stücken so abbrechen geht, denn es so abnehmen. Dann diesen französischen Käse, diese Käserosen sich so selber abhobeln kann. Also, um jetzt mal so ein paar kleine Details zu nennen, tolle Marmeladen, Schokoaufstriche von Cappuccino über Toffee, Karamell, weiße Schokolade, Vollmilchschokolade, dunkle Schokolade aus so einer tollen Manufaktur. Ganze Bienenwaben dafür, dass das Hotel kaum ausgebucht war, also kaum besucht war. Irre. Aber man kann da wohl auch in die Hohe Düne so zum Frühstücken hingehen für einen gewissen Obolus und kann dort auch als Nicht-Hotelbesucher frühstücken, ebenso auch den Spa-Bereich nutzen, der auch ganz, ganz toll war. Wisst ihr, ich habe so das Gefühl, ich komme mir vor wie so ein Dinosaurier. So, alles so kurz vorm Aussterben. Und die haben so wenig Leute und haben wir uns unterhalten mit ein paar Angestellten, die auch Angst haben, dass das Ding schließt oder irgendwie von irgendjemandem übernommen wird. Und da merke ich schon, dass wir uns selber abschaffen. Nun gut, und waren die 2000er Jahre, das waren auch so wirklich blühende Jahre. Nach der Wende, ne, also Aufbruchstimmung, diese blühenden Landschaften, blühende Architektur, blühende Geschäfte, alles hört auf und das macht mich traurig. Es wird eine andere Zeit geben, man darf nicht stehen bleiben, man darf wohl nicht zurückblicken, aber das ist schwierig, wenn mit dem nicht zurückblicken, weil wir ja dieses Leben gelebt haben. Und natürlich erinnert man sich gerne an die schönen Zeiten und will nicht, dass sie vorbeigehen. Jegliche Form von Veränderung macht erstmal Angst oder macht so ein ungutes Gefühl im Kopf und im Bauch und oh nee, bitte, es soll so bleiben, wie es ist. Und das, ne? Aber Leben ist immer Veränderung und das heißt doch nicht immer, dass es gut ist. Wir müssen uns, wie gesagt, immer neu anpassen. Wir müssen wie so ein Chamäleon uns so anpassen an Zeiten, an Gegebenheiten, an eine Gesellschaftsform und. Ich will kein Drama machen heute. Also ich bin wieder ein Jahr älter geworden und habe die Jahre gefeiert, die ich schon auf dieser Erde bin. Die Kerzen, die erinnern eher an den Fackelzug, ne? Je älter man wird. Aber ich kann auch das Wort Dankbarkeit bald nicht mehr hören, weil das alles überstrapaziert wird auf Social Media. Manifestiere dich, sei dankbar, sei. Oh. Das ist übrigens hundsgefährlich. Mit diesem Thema habe ich mich übrigens auch auseinandergesetzt, aber ist nicht das Thema heute, was da abgeht. Und man kann alles machen, bitte, aber alles in Maßen. Also, ich bin schon dankbar. Na klar, freue ich mich, dass ich gesund bin. Natürlich hat man so ein paar Zipperlein, hat das und das und das, so hatte auch schon einmal einiges, aber dass alles so gut läuft, dass man eine wunderbare Familie hat, dass man tolle Freunde hat, ganz, ganz wichtig, tolle Freunde. Es müssen nicht viele sein, aber es müssen tolle Menschen sein, es müssen Herzensmenschen sein, die dir wohlgesonnen sind, mit denen du dich wohlfühlst, die du gerne in deiner Nähe hast, also die du gerne um dich hast. Und meiner Freundin Claudia kann man ganz wunderbar Urlaub machen. Das ist ja auch, wenn man dann so zusammen ist für mehrere Tage, mehrere Stunden, also aufeinander kluckt, im Auto, im Hotelzimmer und. Da muss man sich schon sehr, sehr mögen. Das ist aber ein Ding, was man nicht herbeireden kann. Das muss einfach da sein. Die Chemie muss auch zwischen Freundinnen stimmen, die sich jetzt, also die mehr unternehmen, als zum Beispiel nur einen Kaffee trinken zu gehen. Ja? Also es hat ganz wunderbar geklappt. Und dann waren wir auch abends in so einer tollen Bar, ganz verweist. Bar, romantische Bar, richtig, wie man das aus Filmen so kennt. Da spielt ein toller Pianist und sang auch. Oh, dachte ich mir, meine Güte, ist das toll. Ich habe mich so gut gefühlt. Das war so ein anrührender Moment. Ich bin von einer Ohnmacht in die andere da gefallen, weil ich einfach so glücklich war, dass ich sowas erleben konnte. Das war aber auch so ein bisschen wie so ein Sprung in die Vergangenheit, wie das früher mal war, wie schön das war. Und dass es solche Locations noch gibt und dass man die eigentlich auf jeden Fall bewahren muss. So. Aha, und da geht es jetzt zum Dinner. Und das ist der Blick nochmal raus hier. Wow. Nice? Wunderschön.
So, und jetzt kommen wir nochmal zu den Empfehlungen. Also, ich empfehle das Insektenschutzspray. Dieses hier gibt es bei DM zu kaufen. Ja, so. Basis Zitronen-Eukalyptus, also unbedenklich. Ich werde immer wieder gefragt, mein Gott, du hast so einen süßen Hut auf, wo ist der her? Und da wir auch hier, also ich auch Nachhaltigkeit nicht predige, aber erwähne und ich auch sehr nachhaltig leben möchte, lieber ein paar gute Produkte als jedes Jahr irgendein Mist. Also diese beiden Hüte habe ich jetzt auch schon 3 Jahre. Also die Blume, die ist extra, die habe ich drum gemacht. Also das sind diese süßen Hüte. Das ist die Firma Bedacht. Die heißt Bedacht, die Firma, das ist Leinen. Und diese Hüte sind, die kann man knautschen, wunderbar für den Koffer. Die lagen schon in Thailand im Wasser, die habe ich zum Surfen auf, die habe ich zum Fahrradfahren auf, die fliegen auch nicht weg, die sehen irgendwie süß aus. Ne? Also ich finde, wenn man auch so eine Tunika anhat, ne? Das sieht doch irgendwie ganz niedlich aus. Ich kann ja gerne mal den Link in die Infobox machen, den Link zu den Hüten, wenn es die noch gibt. Also kann ich nur empfehlen, also in so einen Hut zu investieren, weil die Haare, das wird Wind und Sonne trocknet aus. Also die sind jetzt auch wieder ein bisschen trocken, obwohl ich einen Hut auf hatte. Ich habe mich jetzt einfach hergesetzt, weil ich unbedingt ein Video für euch heute Abend noch reinstellen wollte. Ich habe jetzt nicht jetzt die tolle Keratinpflege reingemacht oder was weiß ich was für eine Pflege. Haarpflege ist übrigens auch ein Thema, wo ich euch unbedingt brauche, eure Hilfe brauche. Das ist aber wird ein anderes Video, ja. Das nenne ich dann, wir müssen mal reden oder ich nenne das dann, ich habe auch mal ein Problem. So und dann, also das ist diese tolle Jogginghose, hergestellt in der Türkei. Ein ganz tolles, weiches Material. Ich blende sie ein mit so einem Bündchen unten. Hat einen hohen Bund, ich ziehe sie ja immer auf die Taille runter. Eingrifftaschen und trägt sich gerade jetzt im Sommer. Ist super weich. Es ist nicht so ein dickes und auch nicht zu dünnes, zu dünne Baumwolle. Die sitzt einfach gut. Die sitzt gut und es ist eine super tolle Freizeithose. Und man zieht ja eine Jogginghose mit Pumps an oder mit einem Blazer. Ist ja total gesellschaftsfähig. Und dann muss man jetzt nicht so eine teure Jogginghose kaufen, die dann ab 100 Euro und aufwärts, die ist jetzt von irgendwelchen Firmen, die durch Instagram eben wahnsinnig groß geworden sind, weil sie so gehypt werden durch Influencer, irgendwelche Namen, von denen man vor Corona nie was gehört hat, die dann eben diese Sachen für richtig, richtig viel teures Geld verkaufen. Das leiert und leiert. Ich habe das schon beim Schneider gehabt, also diese Hose. Und ich bin damit überhaupt nicht zufrieden. Beult an den Knien aus. Manchmal sind die preiswerten Sachen richtig, also können die richtig einen überraschen. Ne? Ja, also, und wie gesagt, diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, die gebe ich natürlich gerne an euch weiter, weil ich teste ja auch Dinge aus. Man ist ja da alleine, ne, mit dieser Flut von Produkten. Und ist eigentlich mal für jede Empfehlung dankbar, wenn es eine gute Empfehlung ist. Und nicht nur eine Empfehlung, weil man eine Kooperation hat oder so. Ne? Also finde ich sehr wichtig. Also ich finde, für mich ist ja oberstes Gebot Authentizität. Und nicht überall mitschwimmen. Aber da ist man auch so zu ziemlich ein Dinosaurier, wenn man so ist. Seid besonders gut zu euch. Habt ein fabelhaftes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ciao, ciao.